Was geht ab? Wir haben Sonntag. Datum ist, glaube ich, der 3.4.2022 und Uhrzeit ist heute sehr, sehr gut. Ja. Und mein YouTube-Kanal hat davor 2.052 Abonnenten oder sowas. Klicks, das weiß ich leider nicht. Philipp und Marc sind dafür zuständig, die schreiben das immer unter das Video. Jedenfalls war es jetzt eine lange Zeit still hier bei BanaTV, ja, weil es auch einfach andere Dinge zu tun gibt, als hier jeden Tag Scheiße zu labern. Das ist sehr anstrengend. Ja, ja, also nicht so viel bei der Eintracht passiert. Ja, aber gestern ist so einiges passiert. Ja, gestern ist einiges passiert. Gestern gab es ein Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt. Und zwar zu Hause gegen Greuther Fürth, das erste Mal wieder vor vollem Stadion. Das ist natürlich super gewesen. Also, 2 Jahre ist eine lange Zeit. Und man vergisst, wie schön es doch sein kann eigentlich. Diese Fußballwochenenden, ja, super, ja. Dann hat Eintracht Frankfurt gespielt. Ich habe vor dem Spiel kein Video veröffentlicht, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin zeitlich. Aber wenn ich dazu gekommen wäre, dann hätte ich natürlich exakt das Ergebnis vorausgesagt, so wie ich es immer perfekt voraussage, 0-0, weil das war klar. Denn in meiner Welt, liebe Leute, in meiner Welt, in meinem Kopf, wenn alles nach mir läuft, ja, egal, ja, war das gestern das perfekte Fußballspiel von Eintracht Frankfurt. Besser kann man sich das nicht vorstellen. Ja, warum? Ihr werdet euch alle denken, was? Was ist hier los? Wie kann er nach so einer Katastrophe sagen, es sei das perfekte Fußballspiel? Ihr seid alle blöd, ihr wisst gar nichts vom Fußball. Ihr wisst gar nichts vom Fußball, von Politik, von Wirtschaft, von Biologie, von Chemie und von Hühnerzüchten. Ihr wisst nichts, ja? Weil wir haben wohl das... Man kann nicht sagen, das wichtigste oder das spannendste oder so interessanteste Spiel. Nee, Quatsch, wir hatten viel krassere Spiele in der Vergangenheit. Aber wir spielen jetzt in ein paar Tagen gegen mit Abstand eine der erfolgreichsten Mannschaften im Weltfußball, Barcelona, FC Barcelona. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, in meiner Zeit bei der Eintracht, in den letzten 30 Jahren, ja, kann ich mich nicht erinnern, dass Eintracht Frankfurt in einem echten Punktspiel, das wirklich gezählt hat, wo es um alles oder nichts ging, gegen einen so renommierten Verein gespielt hat. Ja, Chelsea ist natürlich auch eine Kategorie, ja, auf die wir schon getroffen sind, aber würde mal behaupten, der FC Barcelona ist nochmal eine kleine Etage über Chelsea, ja. Und also besser geht es ja eigentlich kaum. Ja, du kannst Real Madrid und Barca haben, ja. Da hast du schon die Weltspitze eigentlich, gegen die du spielen kannst und einfach mal spielt das gegen die Spiel, ja. So. Diese Mannschaft wird natürlich Eintracht Frankfurt auch unter die Lupe nehmen, weil die wollen wissen, ja, wer aus dem Stadion schießt in 3 Tagen, ja. Natürlich werden die alles analysieren, Eintracht beobachten und gucken, was da so abgeht und was da so, wie die so spielen und so. Und dann zeigt Eintracht Frankfurt denen so eine taktisch hochanspruchsvolle Rumgurkerei. Was denkt sich jetzt der FC Barcelona? Er denkt sich jetzt, was? Was? Und gegen die? Ernsthaft? Gegen die sollen wir jetzt spielen? Also, warum gucken wir uns das überhaupt an? Gegen die reicht es, wenn wir mit 5 Feldspielern antreten, ja? Die treffen doch das Tor nicht, wenn wir nur mit 3 Stürmern spielen, treffen die das Tor nicht, ja? Ist doch logisch, ja? Die unterschätzen Eintracht Frankfurt jetzt vom Feinsten, ja? Die denken sich was? Die werden natürlich gucken. Also, ja, klar haben die auch vernommen von der Büffelherde bei der Eintracht, was da abging in Europa, ja? Klar haben die vernommen von Silva letzte Saison, was da abging mit seinen Toren in der Bundesliga und so weiter, ja? Klar, dann gucken die sich jetzt so an. Die haben keine Goalgetter mehr, die treffen das Tor nicht, die fürchterlich, da passt nichts zusammen bei denen, die verlieren, also die, man muss ja fast sagen, die haben definitiv nicht gewonnen beim letzten in der Bundesliga, der quasi schon seit 24 Spieltagen abgestiegen ist. Und bei aller Ehre, also in allen Ehren, Greuther Fürth, nichts gegen Greuther Fürth und sowas. Wobei man sagen muss, ohne Trapp hätte das auch ohne weiteres Niederlage sein können. Ja? Ein, zwei Mal sind die vors Tor gekommen und es war gefährlich. Ja? Brandgefährlich sogar, wirklich. Also Trapp hat das erste Ding da. Also, ja, und dann verlierst du so ein Spiel auch. Ja? Und Eintracht Frankfurt hat das taktisch hervorragend gemacht. Wirklich, hat sich den Punkt mitgenommen. Also wirklich blamiert. Hat sich den Punkt mitgenommen. Ja, aber nach außen hin verkörpert, sie können nichts.
Ja? Nach außen verkörpert Eintracht Frankfurt harmlos. Ja? Nach außen verkörpert Barcelona, muss ich mal gar keine Gedanken machen um den Einzug in die nächste Runde. Ja? Nach außen verkörpert, dass Barcelona eigentlich mit der B-Mannschaft antreten kann, weil die ja noch, ich weiß, ich bin echt gerade nicht in der spanischen Liga, aber ich ist nicht Madrid Real vorne irgendwie und die können die noch Meisterschaft, keine Ahnung, vielleicht konzentrieren sie sich dann auf die Meisterschaft, nehmen Eintracht nicht ernst, stellen da ihre Jugendmannschaft auf, vielleicht spielt ja sogar dann der Dings gegen uns, der jetzt da wieder rübergezogen ist, die verzogene Göre. ja, so klar, das war von Anfang an, wenn das nach mir geht, in meiner Welt war das die perfekte taktische Einstellung, um 2 Punkte in der Liga zu opfern, aber dafür dem FC Barcelona jeglichen Respekt vor Eintracht Frankfurt zu nehmen. Jeglichen Respekt vor Eintracht Frankfurt zu nehmen, ja, um ihnen zu zeigen, Eintracht Frankfurt ist keine Gefahr für sie, ja, dass sie Eintracht Frankfurt einfach komplett unterschätzen. Ja, denkt, Eintracht Frankfurt kann gar nichts. Und dann, liebe Leute, wenn es drauf ankommt, in Europa, vor den Frankfurter Fans, die ja wieder alles in Bewegung setzen werden, um in jedem Stadion, egal ob hier oder dort, so zahlreich wie möglich zu erscheinen und den Gegner zu vernichten, was ein Fan machen kann, das macht ein Fan in Frankfurt, ja. Und dann wird der Schalter umgelegt, das Flutlicht geht an und Eintracht Frankfurt wird das zeigen, was Eintracht Frankfurt in Europa zeigt, ja. Sieg, Sieg, Sieg. Und was für eine Leistung und eine richtige Leistung mit allem drum und dran. Und wir werden Barcelona aus beiden Spielen aus den Stadien schießen. Ja, so. In meiner Welt wird das so funktionieren. Punkt. Ja. Jetzt nehmen wir aber den sehr unwahrscheinlichen Fall an. Ja. Dass das jetzt nicht meine Welt ist, in der ihr existiert. Zu eurem Glück. Niemand will in meiner Welt existieren, glaubt es mir. Ja. So. Und wenn nicht alles nach mir gegangen wäre. Und gehen wir mal nur für eine Sekunde davon aus, dass nicht ich die Mannschaft eingestellt habe mit dieser genialen Taktik, um Barcelona die Blamage des Jahrtausends beizufügen, ja, wie die uns unterschätzen werden, ja. Gehen wir mal eine Sekunde davon aus, dass ich nichts mit der Leistung von gestern zu tun habe, ja. Und tatsächlich unser Trainer, die so eingestellt hat, vielleicht mit der Einstellung, das Spiel gewinnen zu müssen, weil vielleicht ist ja Barcelona und vielleicht sollten wir uns mehr auf die Liga konzentrieren, damit wir auch eher nächste Saison noch vielleicht was vom europäischen Fußball haben hier in Frankfurt und hin und her. Und dann sagt er ihnen, ihr müsst dieses Spiel gewinnen, weil das ist der letzte in der Liga, es wäre eine Blamage, wenn ihr nicht 3 Punkte holt, ja. Und hin und her. Und dann sehen wir dieses Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Greuther Fürth. Dann, liebe Leute, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Da würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, ja. Dann würde ich mir auch ernsthaft Sorgen machen um die Leute, die 3.000 Euro für Karten gegen das Barcelona-Spiel ausgegeben haben. Denn wozu soll ich 3.000 Euro ausgeben? Ja? Also in Barcelona, dieses ganze Drumherum. 3.000 Euro ausgeben, hast du noch diese Flugkosten und Unterhaltskosten und was weiß ich, was du da noch alles hast. Kommst dann vielleicht auf 4.000 Euro oder sowas. Nur, warum soll ich 4.000 Euro zahlen? Nur um zu sehen, wenn Eintracht Frankfurt so auftritt, wie gegen Greuther Fürth, wenn das nicht wie in meiner Welt funktioniert, ja. So ein Spiel, ernsthaft so ein Spiel abliefert, gegen Greuther Fürth, ja. Wenn das nicht Taktik war, um Barcelona schön anzulocken, ja. Warum sollte ich dann 4.000 Euro zahlen, um zu sehen, wie Eintracht Frankfurt... Ja. Muss man das aussprechen? Muss man das aussprechen, ja. Da kann man sich doch nur fast wünschen, dass das... exakt so wie in meiner Welt funktioniert hat, ja, dass Eintracht Frankfurt Barcelona nur anlocken wollte, ja, denn so ein Spiel abzuliefern, wo nur Trapp mal wieder Normalform erreicht hat, oder also er ist ja gerade in der Form seines Lebens, also in der Form seines Lebens Normalform erreicht hat, ja. Verkehrsstörung. Danke, Auto. Und alles Weitere, die Verteidigung war nicht anwesend, weil sie gestern nicht gebraucht wurde, weil Greuther Fürth sich einfach nur vorgenommen hat, kein Tor zu kriegen, ja. Und dennoch es geschafft hat, zweimal gefährlich vors Tor zu kommen. Aber ansonsten Greuther Fürth einfach nach vorne hin, es nicht einmal probiert hat, ja. Hinten sich reingestellt hat, Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt hat einfach nicht geschafft. Einfach nicht, also das Spiel ging ja wirklich nur in die Richtung von Greuther Fürth, ja. Aber
kam es nur mir so vor, ja, oder habe ich eine verzerrte Wahrnehmung oder hat man allein an der Körpersprache von Eintracht Frankfurt gesehen, dass die gar nicht gewinnen wollten? So, also wenn du ein Spiel gewinnen willst, wenn es wirklich ums Weiterkommen geht oder wenn es darum geht, ich habe doch schon oft genug gesagt, dass jetzt jedes Spiel Endspiel ist und wie kannst du nicht so ein dankbares Spiel im Rennen um Europa, so ein dankbares Spiel zwischen den ganzen Hochkarätern, die du noch hast, die Plätze alle vor dir sind, gegen den Letzten, der schon abgestiegen ist, so gut wie, und der einfach nichts in der Liga momentan zu suchen hat, sorry, es ist aber so, wie kannst du dann nicht einfach diese drei Punkte mitnehmen wollen müssen, ja, einfach so gekickt, einfach so nach vorne, ja, wir probieren es mal hier rum, wir probieren es mal da rum, ach, das geht nicht, dann probieren wir es halt nochmal so, ach, nö, naja, nochmal so, ach, naja, gut, fertig, ach, unentschieden, gut, nehmen wir es mit, ja, also, ich habe da Eintracht Frankfurt schon erlebt, wie die gerannt sind, wie die gekämpft haben, wie die Tore erzwungen haben, ja, das habe ich gestern nicht gesehen, ja, und da stellt sich mir die Frage, was in den Köpfen abgeht, wenn nicht alles wie in meiner Welt ist. Es muss quasi wirklich, wir müssen in meiner Welt existieren, denn sonst kann man so ein Spiel von Eintracht nicht erklären, ja, denn wenn du jetzt, wir haben gegen Greuther Fürth gespielt, ja, klar wird sich Barcelona oder auch keine andere Mannschaft der Welt mit 10 Mann hinten da reinstellen und 2 Verteidigungsketten bilden und Eintracht Frankfurt gar nicht ins Spiel kommen, also in die Offensive kommen lassen, ja, das ist immer schwer. Ich will da gar keinen Vorwurf machen. Ja, es ist immer schwer, wenn sich eine Mannschaft mit 10 Mann hinten reinstellt. Das ist schwer für jeden Mannschaft, jedes Team der Welt, ja. Nur eine Top-Mannschaft wird irgendwann das 1-0 machen und dann den Gegner halt zwingen. Entweder verlierst du 1-0, wenn du nichts nach vorne machst, oder die zwingen den Gegner zu kommen und dann eröffnen sich da Lücken und dann kann man nachlegen, ja. Aber Eintracht Frankfurt, wirklich. Und es ist, wie gesagt, schwer, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Aber wenn du es dann hinkriegst, dennoch, dir 3-4 Chancen zu erarbeiten, ja, und die Dinger nicht reinmachst, aber vom Feinsten nicht reinmachst, ja, da braucht man auch sich nicht wundern, wenn man in der Mannschaft so einen Lindström hat. Also, ihr wisst, ich mag die alle, ja, natürlich. Und das ist jetzt alles nur, wie soll ich sagen? Ich sag doch immer, ja, der braucht noch Zeit. Also er ist noch jung. Der muss, also das ist jetzt so eine Phase, der Knoten wird platzen und dann wird doch alles wieder gut. Ja, ist auch so. Aber es interessiert einfach niemanden. Denn was zählt sind die Fakten, ja? Und die Fakten sind, wenn Lindström, Boré und Kamada kann man gar nicht reinziehen, weil Kamada, der macht keine Tore. Kamada, der macht nur Abstauber-Dinger, aber so Chancen hat Kamada nicht. Er steht irgendwann mal richtig und dann macht er so ein Abstaubertor, ja. Aber so richtige Tore, richtige Chancen, wo man 1-1 geht. Wenn Boré und Lindström nur die Hälfte ihrer Chancen verwertet hätte in dieser Saison, die die gehabt haben, dann würde Eintracht Frankfurt mit Bayern München oben sich duellieren, wer die Meisterschaft mitnimmt und alles andere gewinnt, was man gewinnen kann, ja. Wenn nur diese zwei Spieler die Hälfte ihrer Chancen reingemacht, ich rede nicht mal von allen. Nur die Hälfte. Und auch gestern, da braucht man sich auch nicht wundern. Und da wird sich Barcelona auch wirklich kaputt lachen. Wenn die das mal vielleicht auf Saison, die haben ja auch ihre Teams und ihre Infos da über den Gegner besorgen, wenn die das über die Saison sehen, die werden denen wirklich sagen, macht euch mal um die keine Sorgen, die treffen das Tor eh nicht. Ja? Es muss quasi wirklich so laufen wie in meiner Welt, denn sonst, liebe Leute, wird es duster, ja, zappenduster, wenn Boré und Lindström wieder das Tor nicht treffen, ja, dass der Knaufschuss da, ey, der hat aus 20 Metern sich ein Herz genommen, hat man einfach draufgehalten, ja, wenn so ein Schuss nicht reingeht, das ist ja ein geiler Schuss, hätte reingehen können, ja, ich muss auch sagen, der Torwart war gut, ja, aber klar, kann man dem auch mal ein Kompliment machen, weil der Torwart habe ich echt auf die Palme gebracht. Der war schon gut an dem Tag gestern, aber das ist egal. Er ist gut, wenn er den Schuss von Knauf hält, weil der Schuss von Knauf war auch gut, hat ihn gehalten, toll. Aber ich habe irgendwann mal auch kein Verständnis mehr dafür, wenn, das heißt kein Verständnis, ich kann es eh nicht ändern, aber irgendwann ist auch die Geduld am Ende, wenn dein Spieler 1-1 auf den Torwart rennt und in der ersten Liga spielt und eigentlich das volle Potenzial hat. Denn dann müssen diese Dinge auch mal sitzen, wenn du 1-1 gegen Torwart. Und dann ist es egal, wie die Situation ist. Klar, es gibt Situationen, da ist der Ball schwerer reinzumachen als andere, ja. Aber
Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es hätte auch gestern wirklich nur ein Tor gereicht. Es hätte ein Tor gereicht. Wir hätten 3 Punkte gemacht. Und die Ausgangslage war, gerade weil die Konkurrenz uns anbettelt quasi ihre, also Hoffenheim und Freiburg haben was, 2 Spiele am Stück jetzt verloren oder sowas, hätten wir wirklich, okay, gegen Leipzig, es ist, wie es ist, ja, aber gestern, es wäre um den Abstand so, also ihr versteht schon, was ich meine, ja, die vor uns haben gepatzt und dann fanden wir da 2-mal nicht verstanden nachzulegen. Was will man dazu sagen? Was will man dazu sagen? Da wird man doch verrückt, wenn diese Dinger nicht machen, ja. Dann wurde Boré ausgewechselt und Paciencia kam rein. Und ja, klar, ist halt ein anderer Spielertyp. Das ganze Spiel wirkt dann anders. Dann auf einmal kannst du auch Flanken bringen. Auch er, wo er diesen einen Schuss hat und ich sehe nur, ich habe das Ding drinnen gesehen und dann sagt er, ey, scheiß Kommentator mir, das ist Außennetzer. Ey, es war schon schlimm. Es war schon schlimm und fürchterlich, Eintracht Frankfurt, ja. Es war so ein müder Kick. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen, wenn das dein 5. Spiel innerhalb von 2 Wochen ist, was du davor ja hattest vor der Länderspielpause, wenn du dann so einen Gurkenkick ablegst, gut, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn du 2 Wochen Pause hast, paar Spieler von dir halt um die ganze Welt reisen, was auch scheiße ist, aber es ist halt so, was soll ich machen? Ja? Aber dann so eine Vorstellung, also wirklich der. Und so ein harmloser Gegner und selbst dann fast ein Tor kassiert gegen so einen Gegner. Eintracht Frankfurt, das geht nicht. Das geht einfach so nicht. Ja, also da muss schon ein bisschen mehr Siegermentalität her. Ja, da musst du mit der Brechstange rein, da musst du so ein scheiß Tor einfach mal erzwingen. Ja, und ja. Es ist einfach nur harmlos. Es ist einfach nur harmlos. Ja, du hattest ja gar keine Gegenwehr gestern. Das war von der Atmosphäre her, war das ein Trainingsspielchen gestern. Und Eintracht Frankfurt hat nicht geliefert. Eintracht Frankfurt hat nicht geliefert, ja, in diesem Trainingsspielchen, ja, wo der Gegner einfach alles zugelassen hat, bis kurz über die Mittellinie. Und dann war der Gegner halt da und Frankfurt hat es nicht geschafft. Und der Gegner war auch nicht gut, also Fürth hat viele Fehler auch gemacht und so. Was zeigst du mir denn nach? Fahr doch einfach. Fahrradverein. Ja. Ja, was soll man dazu sagen, Eintracht Frankfurt? Was soll man dazu sagen? Fürchterlich, ja, also bitte, wir müssen einfach noch hoffen, dass es gestern alles nach Plan lief, weil wir in meiner Welt leben, nicht in eurer, ja, und Eintracht exakt so aufgestellt wurde, auch taktisch, ja, bloß nicht gewinnen, scheiße spielen, jede Chance versieben, vorne harmlos sein, nichts Zweites, und dann Barcelona vernichten, ja, nur so kann es gehen, denn wenn Eintracht Frankfurt nicht wach wird, ja, allerhöchste Eisenbahn. Ich dachte mir so erstmal, Kräuter führt vor Barcelona, besser geht's nicht. Schön Generalprobe, warm schießen und nochmal das letzte Proben und so gegen die und dann hauen wir die weg. Ja, und dann war das wirklich so ein Spiel halt, was soll ich sagen? Wir haben so ein Spiel gesehen, was wir halt gesehen haben. Fürchterlich. Ja, also ihr wisst schon, was ich meine. In dem Sinne, liebe Leute. Ich werde das ganze Dilemma jetzt mal hier beenden. Ansonsten gibt es ja nichts zu sagen bei Eintracht Frankfurt. Bei Eintracht Frankfurt ist halt ein paar neue Spieler, so wurden fix gemacht für die neue Saison. Darüber reden wir auch noch so. Aber das Kräuter Fürth-Spiel war nicht schön mit anzusehen. Jetzt hat man halt einen Punkt mitgenommen. Klar, die Formkurve geht immer noch irgendwie nach oben, weil wir schon lange nicht mehr verloren haben. Das ist schön und gut. Nur es gibt keine 2 Meinungen darüber, dass man, außer man lebt in meiner Welt, aber ansonsten gibt es keine 2 Meinungen darüber, dass man in der Phase der Saison, nachdem alles eigentlich so gut lief, auch so formmäßig nach oben und Punkte werden langsam eingefahren wieder, in der Phase der Saison gegen den Tabellenletzten, der auch noch Kräuter führt ist und wirklich nichts Ernsthaftes anzubieten hat, ein 0-0 holt, ja, und nicht 3 Punkte. Und dann, wenn man sich noch die Konkurrenz anguckt, die alle verkackt haben oben und man hätte schönen Sprung weitermachen können. Jetzt sind wir was, wir dümpeln immer noch auf den 9. rum. Ich glaube, wir können auch überholt werden und sonst andere müssen noch spielen. Jetzt wird schwierig für die neue Saison da irgendwas zu erreichen. Vielleicht war es nötig, so eine Übergangssaison zu spielen, wo nichts wirklich in Gefahr ist, aber auch nichts wirklich erreicht werden kann, weil, wobei hätte alles erreicht werden können, einfach nicht so dumm gewesen wäre. Ja. Vielleicht braucht es noch ein Jahr für den Umbruch, ja, weil die Offensive, so gern wie ich auf jeden Fall unsere Offensive habe, weil ich bin sowieso seit Tag 1 immer sehr großer Kamada-Befürworter, Lindström feiere ich auch sehr krass und Boré finde ich auch gut, was er so macht, ja, was er so, also wie er spielt, ist schon wichtig, wenn man so ein Pressing-System spielt.
Man muss sehen, ob dieses Spiel im zweiten Jahr, ob der Knoten platzt und sie wirklich mal kaltschnäuziger werden. Wirklich, wenn die beiden nur die Hälfte ihrer Tore gemacht hätten, dann reden wir hier von ganz anderen Tabellenregionen, ja. In dem Sinne, schreibt gerne unter das Video, was ihr zu sagen habt, ja. Schreibt gerne, ob ihr gerne in meiner Welt leben würdet, ob ihr das taktisch genauso seht wie ich. Oder warum Eintracht Frankfurt einfach so verkackt hat, ja. Kein Mittel gefunden hat, gegen Greuther Fürth ein Tor zu schießen. Wenn man das so ausspricht, ist das, hat man richtig Angst vor Barcelona. Vier Tage oder ein paar Tage vom Barcelona-Spiel gegen Greuther Fürth spielt und nicht schafft, wirklich ein Tor zu schießen gegen Greuther Fürth, fast noch eins kriegt, dann denkt sich der ein oder andere jetzt in dem Augenblick, warum zum Teufel habe ich 4.000 Euro für eine Karte ausgegeben? Ja. Ihr seid alle blöd, Alter. Und die Leute, die überhaupt 3.000 Euro für eine Karte verlangen, was soll man nur von euch halten? Ja, ihr seid auch nur ein Stückchen Kacke. Ja? So. Also, in dem Sinne, haut rein, ciao, ich muss los. Und das ist einfach fürchterlich. Ja? Also, bitte lebt in meiner Welt. Und das war alles nur Taktik. Ja? Barcelona schön anlocken, dann aufdrehen. Aber ich sag euch eine Sache, wenn ich gegen Barcelona dieselbe Einstellung auf dem Platz sehe, ja, diese Trainingsspieleinstellung wie gegen Greuther Fürth, dann unterhalten wir uns hier anders, Eintracht Frankfurt, ja. Barcelona ist Barcelona, ich verstehe das, ja. Und wie auch immer das Spiel ausgehen wird, ja, wenn ich nicht sehe, dass ihr euch den Arsch aufreißt für diesen Verein und diese Mannschaft und diese Stadt, ja, dann unterhalten wir uns in einem ganz anderen Ton, liebe Mannschaft, ja. Dann wird es ernst. Ja, dann ist die Kacke aber hier am Dampfen, ja. Tschüss. Ist immer noch nicht aus, verdammt.